jetzt sieht man. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen genießen. Heute habe ich eine Prinzessin bei mir, eine Adelige. Wie heißt du? Elsa. Heute kochen wir für euch. Was machen wir für heute? Machen wir heute Puttenschnitzel, Natur, mit Bärlauchsauce und Reis machen wir heute, gell? Ja. Ganz was Feines. Aber ohne meine Krone. Ohne deine Krone? Deine Krone können wir nicht mitmachen. Ja, die Krone isst man ja nicht. So, für unsere Puttenschnitzel brauchen wir eine Butter, eine Puttenbrust, die schneiden wir dann in den Schnitzel. Schaut her, ein schönes Stück, ca. 1,5 Kilo. Dann brauchen wir Bärlauch, den habe ich noch vom Tiefkühler, den habe ich vom letzten Jahr noch. Heute habe ich dieses Jahr keinen frischen gekauft oder gepflückt. Schlagobers, Salz, Pfeffer, ja, und das war's eigentlich. Und dann machen wir einen Reis dazu, da haben wir einen Langkornreis dann. Das zeige ich euch hier alles noch. Passt. Gehen wir's an. So, gehen wir's an. Wenn wir die Butter mal schneiden. Ne? Schau, da haben wir ein Unterfilet. Das werden wir raus. Das muss man rausgeben. Das muss man rausgeben. Weißt du warum? Nein, aber ich sag's nur. Weil das sonst sowieso auseinanderfallen würde. So, und da schneiden wir so schöne Filets raus. Raus, ja. Ruhig so sein, so ein kleines Stück, das macht nichts. So, schau. Ein bisschen Blut. Ja, das wird dann noch geklopft. Na, Blut ist das, kennst du, das ist Fleischsaft, Schatzilein. Oh. Die haben kein Blut mehr. Und apropos, wie macht man das dann? Was? Wieso schaut es dann nach Blut aus? Das ist Fleischsaft. Aber wieso schaut es so aus? Das ist normal. Durch das grob, weil die grobe Bohren haben, und dann kann der Fleischsaft nicht so leicht drinnen bleiben. Das ist nämlich auch der Grund. Und hier sieht man die weiße Vene. Das ist keine Vene. Eine Sehne, ja. Eine Sehne. So, und das schneiden wir da nochmal so durch. Wir werden das ja dann noch ein bisschen klopfen. Und das Unterfilet kann man auch dazu nehmen. Das haben wir auch schön so aufblättern ein bisschen. Das kann man auch so lassen. Mache ich auch so kleine Medaillons machen. Das bleibt jedem selber überlassen, wie er das am besten haben will. Und was ist so wichtig, was man an denen aufpassen muss? Was man bei denen aufpassen muss? Butter hat sehr viel Eiweiß. Ja. So wie Hühnerfleisch, Geflügelfleisch allgemein. Das heißt, man muss das in der Pfanne schnell anbraten, damit sich die Poren schnell schließen, und aufpassen. Eiweiß verbrennt ziemlich leicht. Eiweiß hat einen Brennwert, verbrennt bei ungefähr 65 Grad. Das heißt, man muss das schnell links, rechts anbraten, dann rausnehmen und dann die Soße machen, und dann tut man es drinnen fertig dünsten. So, und die Butter tun wir ganz leicht klopfen. So. Nicht zu fest klopfen, weil. Na, das ist das eine, aber kein Problem. Die Nachbarn sind sicher schon munter um die Uhrzeit. Ja, aber wenn ihr es noch in der Nacht macht und schon schlafen, dann regt ihr die auf. Naja, wir machen das ja nicht in der Nacht. Sondern in der Zeit, wo die Nachbarn nicht schlafen. So, jetzt haben wir die Schnitzel geklopft. Du musst auflegen. Und wir haben ja auch. Was? Aufgeklopft. Ja, wir haben auch geklopft. Alles haben wir geklopft. Ich fühle mich manchmal wie ein Schnitzer, beiderseitig beklopft. Ja. Ich fühle mich gar nicht nie wie ein Schnitzer. Nein. So. Dann werden wir das Ganze jetzt würzen. Okay. Aber bitte mach meine Hose nicht nass. Die habe ich frisch angezogen. Wirklich? Ja. Okay. Passt nicht zur Elsa. So. Salzen. Es ist, wenn das richtiges Naturfleisch ist, also Biofleisch ist, braucht man es im Prinzip eigentlich nur salzen und pfeffern. Mehr braucht das gar nicht. Weil wir haben uns angewöhnt, dass wir alles überwürzen. Jedes Grillfleisch wird irgendwo eingelegt in eine Beize, dass das nachher nur mehr nach Gewürzen schmeckt, und das, man verliert dann total den Eigengeschmack vom Fleisch.
Wir tun das nur salzen und pfeffern. Machst du das sonst immer? Mhm. Ist da nichts mehr drin, oder was? Das ist leer. Ja. So, jetzt haben wir das Fleisch. Das erste haben wir schon fast angebraten. Mhm. Wie wir gesagt haben, kurz. Ja. Sind schon schön Farbe. Und sehr schnell, weil sonst verbrennt. Ja, genau. Weil wir schon wissen, das ist Eiweiß, was dort drin ist. Genau. So, die Schnitzel haben wir jetzt fertig. Mhm. Hier haben wir den Bratenrückstand, den löschen wir einfach. Und einfach schlagen wir was dazu. Ja, okay. Das lösen wir dann ganz auf, ein bisschen Wasser. So, das Ganze lassen wir zum Lauf kochen. Kann man mit der Gabel die Bratenrückstände aufrühren. Weil die sind, damit es was den Geschmack gibt auch. Mhm. So, und das macht es. Den Bärlauch. Bärlauch. Kann man den ganzen, was wir da haben, geben wir da rein. Oh. Das sieht ein bisschen wie Seetank aus, wenn er wie Seetank? Ist. Naja, Seetank ist auch grün, gell? Ja, auch ein. Das sieht so aus wie Seetank, wenn es eingefroren ist. Ist aber Bärlauch, Schatzelein. Ja, das schau, weiß ich. So, das lassen wir jetzt ein bisschen aufkochen einmal. Wenn das dann aufkocht, geben wir das Fleisch wieder rein und lassen das kurz fertig dünsten. Und was muss man bei das aufpassen, mit, wenn das da reinkommt? Dass man sie nicht anspritzt, sonst braucht man da nichts mehr aufpassen. Ja. Nachwürzen tun wir es nachher dann und Schluss. Mhm. Zum Schluss. Du musst nützen, jetzt machen wir mal das ganze Fleisch wieder da rein. Mhm. Aber so viel reinpasst. Alles passt da rein. Das drehen wir dann kurz zurück. So ungefähr um die Hälfte, also zwischen 5 und 6. Mhm. Kommt drauf an, was für ein Herd, also die mittlere Stufe von Herd, was ihr habt. So, passt das, das haben wir. Das sind fast angespritzt, Papa. Naja. Und wir machen mit dem Topf. Und da haben wir einen Deckel, den tun wir einen Deckel drauf. Mhm. Den Bratensaft. Mal so. So. Dazu. Und als nächstes machen wir den Reis. Während das kocht? Dort ist der Reis. Dann wollen wir auch nur da machen. Ich gehe nur zu dir. So. Was ist das Wichtigste, wenn du bei dir im Kindergarten kochst? Das Wichtigste? Wenn du was Gefährliches musst, wie Pizza machst. Lass mich nicht verbrennen. Mhm. So, haben wir etwas Öl. Ja. Ihr könnt auch Butter nehmen, je nachdem, was ihr wollt. Ich habe leider keine Butter mehr zu Hause, ich habe vergessen zum Kaufen. Jetzt nehmen wir Öl. Ich mach's mal Angst mit dem heißen Öl. Das lassen wir auch kurz heiß werden. Mhm. So, geben wir den Reis dazu. Mhm. Dann tun wir kurz andünsten. Etwas Salz. Wenn ihr Kinder habt, müsst ihr besonders aufpassen, wenn ihr ein Video macht. Ja, oder wenn es mithält, dass ihr das Kind unabsichtlich nicht verbrennt. Nur das Kind nicht mitkochen. Oder verbrennt. Aha, okay. Wenn es ein bisschen rausspritzt. Mhm. Darauf müsst ihr sehr aufpassen. Ja. Wenn es ein bisschen spritzt, dann müsst ihr die Kinder das warnen und sagen, dass sie sich auf die andere Platte setzen Naja. Sollen. Ihr habt es gesehen, ich habe den Reis und habe da schon etwas Salz reingegeben. Ich gebe meine Bohnen. Das heißt, das Rezept schaut so aus.
ein Teil Reis, 1,5 Tassen Wasser. Wow. So, und das Ganze tun wir noch mal kurz. Kochen. Das auch kurz einmal umrühren. Und schon lassen wir den Reis in Ruhe, lassen den einmal aufkochen. Mhm. Dann schalten wir schon zurück. Was ist beim Wichtigsten, wenn man den Reis kocht? Deckel drauf. Was ist das Wichtigste, was man beim Reis aufpassen muss? Beim Reis muss man aufpassen, damit man nicht zu viel Wasser verwendet, dass man die Rezeptur einhält, weil sonst wird es gatschig. Gatschig? Ja. Das wollen wir aber sicher. Und aufpassen bei der Reisqualität. Den Einkauf schon, muss man schauen, da gibt es Reis, der schaut nicht so schön aus, der wird auch nichts. Immer Parabolt-Reis nehmen, der geht am besten. Mhm. So, soweit haben wir jetzt alles hergerichtet. Alles ist am Kochen. Wenn das fertig ist, tun wir das Fleisch, wird dann noch ein bisschen, kann man eventuell noch etwas mit Salz nacharbeiten. Mhm. Aber sonst an Gewürzen werden wir da nichts mehr brauchen. Der Reis kocht, jetzt warten wir noch, bis das fertig ist und dann gehen wir anrichten. Ne? Ja! Machen wir das so, passt. So, der Reis und alles ist fertig. Den werden wir schon langsam anrichten. So, schaut her. Der Reis. Der ist schön körnig, so wie er sein soll. Schaut her, wie lokal der liegt. Wir haben heute noch gar nichts getrunken. Wie locker flockig der Reis ist, so soll er sein. Das ist ein Basmati-Reis. Schöner. So, schön daher. Schaut her. Schön. Nicht so kleckern. Zwei so. So. Ich komme wieder rein. Wirklich? Ja. Und die Prinzessin ist auch wieder da, ohne Krone. Mhm. Die Krone vergessen, oder was? Das ist auch dort die Pause. Nein, die hat wehgetan. Die hat gedrückt. Die hat gedrückt. Naja, das kannst du dir vorstellen, wie sich die Prinzessinnen fühlen, ne? Schmerzhaft. Mhm. So, schaut's her, so schaut das aus. Und gequält. Und dann geben wir da die Soße so drüber. So. Schmerzhaft und gequält. So schaut das aus. Was fertig ist unser... Mit Butter, mit Bärlauchsoße und Reis. So, das war's wieder für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Ja. Und gutes Gelingen beim Nachkochen. Und? Was willst du sagen? Nichts mehr sagen? Tschüss. Tschüss, bis später.